Tale Katana ist Sorge Harubi Jamia. Das ist eine Sorge mit dem Sheikh, mit unserem Großsheikh. Mögen wir guter Zuhörer sein, Ohr haben und mögen wir auch, was wir uns angehört haben, auch leben und erleben. Welche Esel trägt das Last von morgen schon heute? Habt ihr einen Esel gesehen, der sein Last von morgen schon heute auf die Schulter gelegt hat? Wer hat das gesehen? Vierbeinige Esel hat man nicht gesehen. Zweibeinige Esel, die sind jetzt a lot of in dieser Welt. Die meisten, fast alle Menschen sind wie zweibeinige Esel und wollen die Last von morgen schon heute tragen. Jeder Tag ist ein neuer Tag. Was der Tag mit sich bringt, weiß niemand. Was morgen mit sich bringt, weiß auch niemand. Was übermorgen mit sich bringt, weiß jemand? Nein. Allah weiß es. Und die er auch von heute, morgen und übermorgen berichtet hat, so viel wie er möchte, wissen auch. Das sind die Heiligen, das sind die Enbiya und Awliya, die Propheten und die Heiligen. Wenn Allah ihnen berichtet, dann wissen sie, wie die Meteorologen. Die Meteorologen berichten von morgen, übermorgen. Vielleicht bis zu einer Woche, vielleicht bis zu zwei Wochen, was das Wetter so ungefähr mit sich bringen könnte. Oft haben sie recht, manchmal haben sie unrecht. Aber sie berichten. Wie berichten sie? Sie schauen sich die Wolken an. Sie schauen sich, wie sich die Wolken bewegen, welche Richtung sie sich bewegen, der Wind sich bewegt. Und machen so sich eine Gedanke. Was könnte passieren in diesem Gebiet, in diesem Land und so weiter, morgen, übermorgen. Sie machen sich ein Bild. Das beruht auch alles auf Theorie. Sie haben keine Gewissheit. Dann gibt es manche Menschen, die auch autorisiert sind und Experten sind in Sachen Schöpfung und Schöpfer. In Sachen heute und morgen. Sie können in das Buch des Schicksals reinschauen und so die Zeitung von morgen schon heute verteilen, wenn Sie wollen. Aber das sind besondere Menschen, das sind sonderbare Menschen. Das sind Menschen, die ganze Last der Welt, die ganze Schwere dieser Welt und vielleicht die ganze Schöpfung tragen können. Alles, was da drin ist. Das sind Stellvertreter Gottes. Im Namen des Herrn, sie sind in der Lage, alles zu tragen. Sie können das Böse ertragen. Sie können das Leid tragen. Sie sind die Supermänner. Aber
Aber wer sind wir? Wir sind einfache Menschen. Wir sind schwache Menschen. Und der Mensch von heute macht sich Gedanken über morgen, über übermorgen und fällt in eine Schwere rein. Macht sich das Leben schwer. Sie haben keine Gewissheit, was morgen mit sich bringt, aber sie machen sich Gedanken, zu viel Gedanken. Und die Gedanken, die zu viel Gedanken allein, machen einem das Leben so schwer. In der Psychologie sagt man Stress, sie machen sich Stress. Wer macht der Stress? Der Mensch macht sich selber Stress. Nimmt Sachen wahr, die vielleicht nicht stimmen. Und wenn manche Sachen stimmen, dann versuchen sie nicht, das Leben, das Schwere dieser Sache hier leicht zu machen, sondern sie übernehmen diese Sache so wie es ist und dann sind sie zerschmettert. Wie kann man etwas schwer ist leicht machen? Sag, alles ist von Allah. Und wenn es von mein eigener Fehler ist und das ist der Lohn dafür und ich muss büßen, das ist die Bestrafung für meinen Fehler, mach auch dann dir leicht und sag, ich bitte um Vergebung, o Herr. Wenn du das sagst und aufrichtig sagst, Astaghfirullah, Tawbe ya Rabbi, Aman ya Rabbi, der Herr hört sich das gerne an und die Schwere, die er dir auferlegt hat, von diesen Fehler. Er beauftragt Engel und sie nehmen dir es weg. Werden sie nicht ganz wegnehmen, weil alles hat seine Zeit. Alles braucht seine Zeit. Dann sie machen ihre Hand drunter und so, dass es dich nicht mehr zerschmattert. Es liegt über dir, du fühlst die Energie, negative Energie oder die Aura dieses Lastes, dieser Schwere, aber du bist nicht zerschmettert, weil du aufrichtig um Vergebung gebeten hast. Das ist ein wichtiger Punkt. Dass das ganz weg ist, weggenommen wird, das braucht seine Zeit. Was für eine Zeit? Dass Allah sehen möchte, dass du erstmal aufrichtig bist, ob du wirklich aufrichtig bist, um Vergebung gebeten hast, oder auch alles, was kommt und geht, braucht seine Zeit. Wie es seine Zeit braucht zu kommen, so braucht es auch seine Zeit zu gehen. Versteht ihr? Kennt ihr euch in Physik aus, in Mathematik, in Distanz, in der Entfernung? Um zu gehen, braucht es auch eine Zeit. Und diese Schwere, die Allah dir auferlegt hat, hier als Strafe, wegen einem Fehler oder als Prüfung, du musst nicht unbedingt einen Fehler gemacht haben. Wenn du selber nicht einen Fehler, etwas Falsches gemacht hast und dafür büßen musst, vielleicht möchte Allah, wie du diese Schwere trägst, tragen kannst, den anderen als Beispiel geben, dass sie von dir lernen, gibt Allah dir manchmal oft den Gläubigen, immer eine Prüfung, ein Leid, tut ihm ein Leid an. Und diese, womit habe ich das verdient, sagt der Gläubiger, du hast es dir nicht verdient. Das ist eine Prüfung für dich und wenn du die Klappe hältst, nicht jammerst, Geduld zeigst und dich nicht beschwerst und so akzeptierst, wie es gekommen ist, wenn du geschaut hast, es ist nicht dein, du hast das nicht verursacht,
das kam auf dich zu, ohne ein Mitwirken von dir, dann ist es von Allah. Es gibt immer einen Maßstab. Du musst schauen, habe ich ein Mitwirken in dieser Sache oder nicht? Habe ich es verursacht oder nicht? Wenn nicht, du bist rein, du bist clean, dann ist es Prüfung von Allah. Dann sagst du, oh Allah, mögest du mir helfen, unterstützen, diese Last zu tragen, damit ich den anderen zeigen kann, wie man es trägt und erträgt. Damit ich zeigen kann, Beispiel sein kann, wie man Geduld erweist. Und am Ende, wenn du mir das wieder weggenommen hast und ich bin durch diese Dunkelheit gegangen und dann das Licht steht vor mir, sodass alle das erkennen, ich habe es geschafft und sie können das auch schaffen, in Geduld, mit Geduld. Durch diese dunkle Tunnel reingehen und wieder in das Licht reingehen, rausgehen. So. Und so bist du ein Mustermann. Ein Muselmann ist ein Mustermann. Ein Gläubiger ist der Spiegel des Gläubigen, sagt Allah. Deshalb, du musst ein Beispiel abgeben. Und das ist eine Ehre für den Gläubigen, den Allah so eine Last auferlegt hat, damit er beispielhaft sich verhält für die anderen, die schwach sind. Wie man stark sein kann, wie man tragen kann. Jeder Mensch ähnelt dem anderen Menschen eigentlich. Der eine benutzt seine Willenskraft, um zu überleben und um zu überstehen, diese Prüfung. Und der andere ist schwach mit seiner Willenskraft, hat keine Ahnung von einer Willenskraft und kann diese Waffe nicht einsetzen, weiß nicht, wie das funktioniert und muss lernen von dir. Hart im Nehmen zu sein, stabil zu sein, standhaft zu sein. Und wenn das von einem Fehler von dir passiert ist und du hast jetzt dieses Resultat zu tragen, dann musst du um Vergebung bitten. O Allah, mach es mir leicht, vergib mir und nimm es mir wieder weg. Und alles braucht seine Zeit. Bis dahin, bis die Zeit zu Ende ist und das ist wieder weg, bis dahin musst du immer wieder um Vergebung bitten, wenn es so oder so, bewusst oder unbewusst, haben wir immer was gemacht. Um Vergebung zu bitten, dem Herrn, damit er uns das Leben leicht macht, hier und hier nach, das ist schon eine Tugend, eine Ehre für uns auch, es ist eine Ehre, dass wir um Vergebung bitten können. Nicht viele Menschen können das tun. Sie sind zu eitel. Sie können sich weder entschuldigen bei dem anderen Menschen, den sie wehgetan haben, noch bei Gott. Sie sind zu hochmütig, zu erhaben, zu eitel. Das ist schon eine Gunst und Ehre, dass man das kann. Bei seinem Herrn um Entschuldigung zu bitten. Und deshalb, wir Muslime oder wir Nachschibendis oder wir Rabbanis, wir machen das immer wieder am Tag, dass wir immer wieder Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sagen und dann Astaghfirullah, ya Allah, Astaghfirullah, Astaghfirullah al-Azim. Ob wir was getan haben oder nicht getan haben, das ist schon eine Ehre. Allah hört sich das gerne an. Wie gern hört er sich das an? Sayyidina Muhammad sagte, stellt euch vor, da ist eine Beduine in der Wüste. Und der hat sein Kamel verloren, was voll ausgestattet war, beladen war mit Wasser und Essen. Er macht die Augen auf, wacht auf und der Kamel ist nicht da. Und er ist mitten in einer endlosen Wüste. Und er auf allen vielen kriechen Tier sucht nach seinem Kamel. Und wo er denkt, hier, er ist fast gestorben hier, er kann nicht mal eine Fata Morgana sehen, was ihm eine Hoffnung macht. Und denkt, seine letzte Stunde ist geschlagen. Und
plötzlich steht sein Kamel vor ihm mit einer Tankfüllung Wasser. So. Macht seine Augen so, Fata Morgana, nein, Mutter Morgana auch nicht. So, der Kamel ist da. Was für eine Freude wird er fühlen. Wie sehr wird er sich gefreut haben. Unbeschreiblicher als diese Beduine, wenn er sein Kamel findet, wieder mit Wasser, freut sich Allah, wenn sein Diener um Entschuldigung bittet und sagt, Estaghfirullah. Bei jedem Estaghfirullah freut sich der Herr mehr als diese Beduine. Das sagt Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er sich freut, du machst dir so einfach, ist es, dass der Diener den Wohlgefallen seines Herrn hier bekommt. Wenn er einmal mindestens sagt, Estaghfirullah. Weil da ist alles drin, Bescheidenheit, Demut, Ergebenheit und sogar Liebe. Und das will Allah von uns sehen, in uns, bei uns sehen. Demut, Bescheidenheit, Ergebenheit. Und dass wir uns erinnern, dass wir Diener sind. Da ist alles drin. Estaghfirullah hat sogar mehr Segen und Wirkung als Alhamdulillah. Deshalb, bei jeder Estaghfirullah, den wir sagen und rezitieren, nimmt Allah uns eine Schwere weg. Wie kann man leicht werden? Sag Estaghfirullah. Sheikh, wir haben nicht gemeint hier diese spirituelle Erleichterung. Wir wollten meinen hier mit dem Körper. Mach dir jetzt. Wie kann ich es schaffen, hier von 150 Kilo zu 50 Kilo hier runterzusteigen? Nimm dir einen Maßstab. Nimm dir die Hose von einem 40 Kilo Mann und sag, bis ich da reingepasst habe, mache ich Diät. So. Es ist immer eine Anstrengung. Aber wenn du das dir vorgenommen hast, es wird dir leichter. Wenn jemand sich die Absicht genommen hat, da kommt die Himmet. Zuerst Niyet, Absicht, dann kommt Geiret, die Anstrengung, die Bemühung. Und wenn Geiret da ist, die Bemühung, kommt Himmet. Das ist die himmlische Unterstützung. Himmlische Unterstützung bedeutet, die Engel kommen zu dir, oder die Hand deines Schees ist bei dir, und wenn du einen Eimer Wasser tragen musst, vom Brunnen nach Hause, und es ist hier 10 Liter schwer, und es ist ein langer Weg, der kommt und hält, obwohl du das trägst, macht dir seine Hand noch dazu, und plötzlich fühlst du eine leicht, oh, normalerweise müsste das so schwer sein, aber wieso ist es so leicht geworden? Ja, weil der Sheikh hat seine Hand auch noch drunter. Oder die Engel. So macht man dir das. Das, was da ist, die Schwere ist da, aber sie machen es dir leicht. Das Problem ist da. Es braucht seine Zeit, dass das Problem verschwindet. Aber wenn dieser eine Problem verschwindet, kommt ein nächstes Problem. Das ist die Welt. Diese Welt ist nicht ohne Probleme. Der Mensch auch nicht. Mein Bruder, Dr. Hussein. Oder? Ja. Siehst du, warum gibt es Doktor? Weil es viele Krankheiten gibt. Warum gibt es keinen Doktor, wenn es keine Krankheiten gibt? Warum gibt es Erleichterung? Weil es Schwere gibt. Warum gibt es Schwere, damit es Erleichterung gibt? Die beiden machen sich vollkommen. Zusammen sind sie vollkommen. Das Schwere und die Erleichterung, das ist immer, wir müssen nur lernen, beide in Gleichgewicht zu setzen, sodass wir beide tragen können.
Das ist diese Welt. Du kannst dir diese Welt, wenn du eine Welt dir erhoffst, ohne Schwere, das gibt es nicht. Die Propheten haben es schwer gehabt. Und dennoch leicht. Mit ihrem Glauben haben sie das Schwere, die Last dieser Welt, das Leid dieser Welt tragen können. Und wenn ihr euch ein bisschen interessiert habt für Prophetenleben, dann werdet ihr sehen, es gibt keinen Propheten, den ich gelitten hätte. Aber sie haben es überstanden. Wie? Weil sie Glauben hatten, starken Glauben. Mit diesem starken Glauben konnten sie tragen. Möge Allah uns einen starken Glauben schenken. Amen. Das ist es, warum wir uns immer wieder zusammen kommen lassen, warum wir immer mit dem Sheikh sein sollten, damit er uns die Wege öffnet und uns zeigt, wie wir zu einem starken Glauben kommen können, sodass wir auch starke Menschen werden können und dass wir erstmal lernen, unsere eigene Last zu tragen. Und das ist die Ehre, sagte Groshe Abdulhal Kunjdwani. Die Ehre liegt darin bei dem Schüler, dass er erstmal lernt, seine eigene Last zu tragen und nicht mehr sein Sheikh Last wird. Das bedeutet, er macht so wenig wie möglich Fehler. Im Gegenteil, er unterstützt sogar seinen Sheikh, indem er von ihm Last nimmt, wegnimmt. Wie zum Beispiel manche Schüler von ihm übernimmt und dann sie erzieht. Das ist von Sheikh Last zu übernehmen und ihm das, seine Aufgabe leichter zu machen. Dennoch ist es immer wieder der Sheikh dahinter, der die Kraft gibt, aber er muss das nicht selber ausüben. Was der Stellvertreter mit den Ikhwan-Schülern so macht hier in Deutschland, in Asien, überall, wo der Sheikh hier seine Wirkung, Einflussbereich hat, in seinem Namen, wer da sitzt, der bekommt seine Kraft vom Sheikh. Er ist die Raffinerie. Und der Stellvertreter ist die Tankstelle. Er ist die Raffinerie, er schickt die Kraft, aber der Stellvertreter macht die Arbeit. So dass der Sheikh nicht persönlich noch die Arbeit machen muss. Das ist eine Lastteilung. So kriegt er seine Ehre, weil er von seinem Sheikh eine Last übernommen hat und ihm das Leben ein bisschen leichter gemacht hat, die Aufgabe. Die Kraft aber kommt von Sheikh. So, es ist eine Ehre, dass wenn der Schüler sich selbst trägt, das macht. Und dann, wenn der Sheikh sieht, der Schüler kann sich selbst tragen, er jammert nicht, egal was auf ihn zukommt, er beschwert sich nicht. Egal welche Ungerechtigkeiten mit ihm passiert und so weiter, er geht nicht zum Sheikh und petzt den anderen Schüler oder so. Oder beschwert sich über sein Leben. Er schweigt und übt sich in Geduld. Der Sheikh schaut und der Herr auch. Und dann, der kann seine Last selber tragen. Okay, sehr gut tragen. Dann können wir ihm auch die Last von dem Ahmed auch noch geben, ja. Hier Ahmed, folg ihm. Und du kümmerst dich um Ahmed. Kann ihr Ahmed seine Last auch tragen? Gut, dann geben wir ihm Mehmet auch dazu. So, dann hat der Bruder hier, wird er zum Stellvertreter ernannt, Rauflinie schlafen und dann trägt er von dir und von Edwin auch noch die Last. Nicht die körperliche Last, das kann auch der Sheikh nicht tragen. Das ist schon zu viel. Aber deine seelische Last eigentlich was schwerer ist. Das kann er tragen. Und wenn ihr sich um euch beide kümmern kann, dann sagt man, mit dem Tragen des Lastes, des eigenen Lastes, gibt man ihm eine Kraft, dass diese Menschschüler auch die Last des anderen Schülers tragen kann. Dann, damit wächst seine Kraft wieder, dass er auch das von dem anderen die Last tragen kann. Wenn er sich bemüht, dass er auch durch seinen Sheikh dienen will und dann ihn unterstützen will, mit dieser Aufgabe, Absicht, dann gibt der Sheikh immer mehr Kraft. So, dass er dann hier Aisha auch dazu bekommen hat, Fatma auch dazu bekommen hat, Hans dazu bekommen hat. So wächst die Gemeinschaft
von diesem Schüler, verstehst? Und er kann sie alle ihre Last tragen, weil nicht mit seiner Kraft. Der Scheich gibt ihm Kraft und macht ihm die Arbeit leicht. So macht man sich das Leben auch leicht. Je mehr man Verantwortung bekommen hat, desto mehr Kraft bekommt man. Und wenn man aufrichtig ist, diese Verantwortung gibt ihm keinen Stress, macht ihm keinen Stress, sondern gibt ihm mehr Kraft und Erleichterung. Weil, wenn wir sehen, sagt er, dass der Mensch, der Schüler oder dieser kranke Mensch, der zu uns kommt, Schifa, Heilung gefunden hat und glücklich geworden ist, dann sein Glück gibt uns mehr Erleichterung. Das ist die Bezahlung. Sei für deinen Nächsten da, sei in Nächstenliebe, sei gut zu den Menschen in deiner Umgebung und wenn sie Fehler machen, vergib ihnen, das macht dir das Leben leicht. Der Herr macht dir das Leben leicht. Und wenn man, und jetzt müssen wir aufpassen, wenn, das geht nicht bei jedem so, manche Menschen verlangen nach Verantwortung. Wenn sie danach verlangen und sie bekommen eine Verantwortung, weil sie danach verlangen, sie können diese Verantwortung nicht tragen. Oder weil sie Fähigkeiten haben, hat man ihnen eine Verantwortung gegeben, dann müssen sie lernen, wie man mit dieser Verantwortung umgeht. Den anderen Menschen zu tragen, die Verantwortung des anderen Menschen zu tragen, ist nicht leicht. Ist sehr schwer, weil er kommt mit seinem ganzen Leben zu dir. Und Problem. Und wenn sie einen Fehler machen und nicht nach deiner Richtlinie gehen, und wenn du dann hier ausflippst, dann machst du dir das Leben nicht leicht, sondern schwer. Und du musst aufpassen und verstehen, du machst etwas falsch, nicht der Schüler. Nicht der andere. Du musst mit der Verantwortung umgehen können. Und du musst fragen, wie du dann umgehen kannst. Wie? Mit Nächstenliebe, Toleranz. Dann wird die Verantwortung auch leichter. Du musst den Fehler des anderen, wenn auch nicht immer nach deiner Richtlinie gegangen wird, vergeben, immer wieder, wie bei einem Kind, Erziehung. Wenn du nicht Mutter des Kindes wärst, du würdest dieses Kind umbringen, weil es dir nicht gehorcht. Oder der Vater. Immer nervt das Kind des anderen jemand, nicht das eigene Kind. Oder? Ja. Wenn das dein eigenes Kind ist, mein Kind, also ist okay, man hat mehr Barmherzigkeit, weil man hat ja Nähegefühl. Aber wenn das Kind des anderen schreit, da hier, man will diesem Kind hier aus dem Fenster schmeißen. Aber wenn das eigene Kind ist, will man verschonen. Kann ja mal passieren. Ist noch Kind, ist krank und das und dies. So, deshalb, der die Verantwortung hat über einen Mensch, zwei Menschen, drei Menschen, über die Kinder, der muss schon selber hier mit dieser Verantwortung das Herz öffnen. Das Herz mit Verständnis, Toleranz und Liebe und Barmherzigkeit öffnen. So macht ihr das den Menschen da hier auch leicht und sich selbst die Arbeit leicht. Weil der Mensch haut dann nicht ab, zu viel Druck. Nein, das ist dann hier alles hier im Gleichgewicht. Es ist eine tiefe Sache und das ist hier eine lange Weg der Verstandesstufe. Wir können erzählen über die Leichtigkeit und Schwere. Das wird nicht so schnell ein Ende haben. Möge Allah uns gutes Verständnis geben. Amen.